Hallo Leute, und hier ist wieder euer Mond. Und ich melde mich hier gleich zum ersten Minecraft Let's Build Technology. Und zwar werde ich da Tutorials sozusagen machen über Sachen, wo ihr nachgefragt habt, wo ich ein Tutorial machen sollte, wie das funktioniert. Das Ganze hier ist ein Tutorial jetzt für die Falltür. Die Anfrage kam von Olli 24095, war das, und ich habe das Ganze zwar schon mal aufgenommen, das Video. Ich glaube, ich hatte das sogar kurze Zeit hochgeladen, aber dann ist aufgefallen, dass das ganze Video nur 2 Minuten 10 lang ging, dass der Rest abgeschnitten wurde. Da habe ich gerade mein Loch ausgehoben und der Rest hat anscheinend Sony Vegas nicht richtig gerendert. Also werde ich das Ganze jetzt nochmal machen. Ist ja kein Problem, mache ich doch gerne. Und hier kann ich auch mal das vom letzten Mal zeigen, wie das ausgesehen hat dann zum Schluss. Hier das Loch und tada, funktioniert doch eigentlich gut. Und ich würde sagen, dann baut man das Ganze doch gleich hier nochmal hin. Und zwar einfach mal hier hin, nimmt man sich eine Hacke und eine Schaufel zur Hand. So, ich denke, hebt man mal hier das Loch aus. Hier ist mal 2 Blöcke weg, da noch. Und genau, hier kommt dann der Schalter oben drauf. Dann wird hier das Loch ausgehoben. Jetzt ist man ein bisschen groß. So. Ein bisschen hier lang. So, dann nimmt man sich mal ein paar Sticky Pistons zur Hand. Wo sind sie denn? Ich sehe sie gerade nicht. Hier. Und dann schaut man mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar fängt man an, erstmal hier 4 Stück, die nach oben zeigen. Und seitlich kommen dann auch noch hier welche hin. Und hier. Und oben drüber. Ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht. Genau. Die hier müssen eine Etage tiefer gehen. Genau so. Dann kann ich hier das Ganze hier wegmachen. Und da müssen welche rein. Und da müssen welche rein. So. Da oben drauf war jetzt wieder ein bisschen Dreck. Und dann passt die ganze Sache. So, jetzt wird hier erstmal geschaut, dass man diesen Pistons hier erstmal ein Signal gibt. Und wie macht man das am besten? Man kommt am besten nämlich von hinten. Okay, das kam jetzt irgendwie komisch rüber. Egal. Auf jeden Fall, hier muss man jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und dann nimmt man sich ein paar Repeater zur Hand, setzt hier 2 Repeater dahinter und das gleiche baut man auf der anderen Seite. So. Und da auch noch 2 Repeater hin. So, jetzt nimmt man sich das Redstone zur Hand, geht damit einmal hier lang, bastelt das Ganze hier schön rum. Und hier setzt man jetzt erstmal Dreck drauf. So. Wenn man jetzt hier noch einen Schalter oben drauf macht, dann dürfte das Ganze funktionieren fürs Erste. Also, das hier. Okay. Und das hier. Okay, funktioniert. Klar, kein Problem. So, jetzt ist nur noch ein Problem. Und zwar, diese Blöcke hier müssen ja noch hochgefahren werden. Und dafür sind die Pistons unten drunter da. Die da, die werde ich jetzt einfach mal hier ein Repeater hin und hier und hier ein Repeater. So, die ersten beiden, bei denen klappt das schon prima. Also ich mache das Signal hier, muss bei den seitlichen Pistons hier, muss das Signal langsamer kommen, also später eintreffen als hier. Da diese Pistons hier noch Zeit brauchen, um die Blöcke runterzufahren, damit die hier den Dreckblock und die Pisten wieder zurückziehen. Deswegen hier erstmal auf ganz langsam stellen. Das geht hier sehr gut mit den Repeatern, weil die ja sofort dabei eingebaut werden müssen. So, und dann schaut man mal, ob das Ganze schon funktioniert. Ich gehe am besten mal nach oben, sieht man mehr. So. Ach, das klappt doch prima. So. Dann mach ich das Ganze mal zu. Schnapp mir hier ein Bett und leg mich fürs erste Mal schlafen.
Ah klar, you can only see at night. So wie ich das sehe, ist hier dunkel. Ja, genau. Du mich auch. Okay. Dann kann ich so lange hier rumlaufen. Schon mal ein bisschen bauen. Und doch wieder dorthin. So. Direkt nach dem Schlafen geht's eigentlich weiter. Das mit den ganzen Falltür-Dings ist gar nicht mal so schwer. Wenn man es erstmal so Intus hat. Und zwar muss das Signal dorthin. Und dafür werde ich jetzt hier lang gehen. Und das Signal hierhin weiterleiten. Aber so wie ich das sehe, wird das Signal bis dorthin nicht reichen. Ja, das habe ich mir gedacht. Also was fehlt? Und zwar genau, es fehlt ein Repeater. So, das Problem ist jetzt, hier habe ich was falsch gebaut. Und zwar passt hier jetzt kein Repeater mehr rein, weil die sollten ja möglichst gleichzeitig ein Signal kriegen. Die hier und die hier. Deswegen würde ich sagen, baut man einfach mal den Schalter, das gesamte Ding hier, einen Block weiter nach hinten. Dann baut man hier einen Repeater rein. Und hier Redstone rein und hier ein Schalter hin. So. Ach nee, falsch. Ich glaube, nicht doof. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Ich könnte eventuell Signal hier abcutten. Ja, doch, so geht's. Okay, dann mache ich das Ganze so, dass das Signal hier weg ist. Und wird dann auch noch nach hier und nach da drüben geleitet. So. Das Ganze dürfte jetzt eigentlich immer noch funktionieren. Yep. Funktioniert prima. Jetzt kann man hier noch dahinter einen Repeater einbauen, ohne irgendwelche Bedenken dabei zu haben. Und jetzt dürfte die ganze Falltür eigentlich schon funktionieren. Mal ausprobieren. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt muss man das Ganze hier oben noch zudecken und wenn man wie hier unten noch ein kleines Löchchen rein. Ich mache das jetzt alles nicht ganz so tief. Ich denke, ich mache das nur bis der Stein kommt. Dann mache ich da, weil es aus Prinzip mache ich dann ein bisschen Lava rein. So, jetzt nimmt man sich hier viel Lava. Dann bringe ich mich kurz um. Tilü und da bin ich auch schon wieder. Jetzt nimmt man sich hier etwas Gras zur Hand. Oh Gott, ey, also heute habe ich echt mit den Sprichwörtern beim Reden echt nicht drauf, also, dass ich so zusammenprabbel. Also, weiter, hier ein bisschen Gras drüber, überall ein bisschen Gras drüber. Gras ist gut, gell? Okay, weiter und hier noch und da noch. Und dann gerade noch die 6 Blöcke reinstopfen. Und jetzt dürfte es... Wow. Okay. Anscheinend habe ich jetzt Gras. Ah, natürlich, klar. Ich Depp habe Gras da drüber gebaut. Okay, jetzt soll es funktionieren. Jupp. Und jetzt auch hier zumachen. So, und das ist eigentlich schon die Falltür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.